während die Toplane farmt, die Midlane farmt und die Botlane farmt, dürft ihr ganken, warden, die Buffs time, Lanes halten und auf gar keinen Fall den Farm holen. Auf meine Lane zu pushen! Ich bin Kimimoto LP und das ist mein Skarner Guide. Skarner ist jemand, den es so vorher noch nicht gab. Dank seiner Passiven verringern sich die Cooldowns seiner Spells pro Hit um 0,5 Sekunden. Sein Q-Spell richtet an allen umstehenden Feinden Physical Damage an und markiert sie für 5 Sekunden. Wird dieser an einem markierten Feind benutzt, bekommt dieser noch zusätzlichen Magic Damage und wird für 2 Sekunden geslowt. Der W-Spell shieldet euch für kurze Zeit und gibt euch darüber hinaus Walk und Attack Speed. Mit Hilfe des E-Spells schießt ihr einen Skillshot, der alle Feinde in seiner Linie trifft, Magic Damage verursacht und Feinde für 6 Sekunden markiert. Hittet ihr einen markierten Feind, werdet ihr geheilt, jedoch verringert sich die Heilung bei jedem markierten Feind um 50%. Außerdem könnt ihr die Heilung mit eurem Q-Spell auslösen, da dieser Physical Damage verursacht. Doch was Skarner jetzt letztendlich so besonders macht, ist seine Ulti. Denn asozial ist hier noch mehr als untertrieben. Denn damit könnt ihr euren Feind für eine kurze Zeit hinter euch herziehen. Und während ihr noch fröhlich euren Q-Spell und W-Spell spammen könnt, ist er komplett useless. So, und da ich euch ja nicht bei jedem Jungler einfach zeigen kann, ihr macht Blue Buff, Wölfe, Geister, Red Buff, Golems, zeige ich euch jetzt mal, wie ich in echt jungle. Es fängt schon mal damit an, dass der feindliche Jungler keine Rechte hat, weder in Deutschland noch auf Summoner's Rift. Darum geht ihr direkt am Anfang mit eurem kompletten Team zum feindlichen Blue Buff und erzählt ihm auch, dass er keine Rechte hat, weil sonst weiß er das ja nicht. Und wenn euch ein paar Feinde vom Gegenteil überzeigen wollen, ist das kein Problem, denn denen zeigt ihr auch, wo die Küche ist. Da euch jetzt die Feinde ein Sandwich machen sind, könnt ihr euch den Blue Buff holen. Ihr solltet am Ende smiten, um mögliche Stealth-Versuche von feindlichen Junglern, die mit dem Sandwich schon wieder da sind, zu verhindern. Jetzt solltet ihr direkt die Geister und den Red Buff machen gehen und von eurer Botlane euren Blue checken lassen, denn ein verzweifelter Jungler ohne Blue verirrt sich doch schon mal leicht in euren Jungle. Ihr denkt, ihr seid gute Jungler, weil ihr Counter-Junglet? Wisst ihr überhaupt, was Counter-Jungeln ist? Naja, egal. Denn ihr werdet nicht Counter-Jungeln. Jeder Buff respawnt nach 5 Minuten. Jedes Mal, wenn ihr einen Buff macht, werdet ihr oben rechts auf die Uhr gucken, das plus 5 rechnen und unten links eingeben, wann welcher Buff wieder ready ist. Und jetzt denkt mal drüber nach, was die Folge daraus wäre. Der feindliche Jungler hat keine Buffs, das heißt, er muss öfters back gehen, weil er out of Mana ist. Außerdem fehlt ihm die XP, wodurch er ein zu niedriges Level hat. Durch sein zu niedriges Level kann er nicht ganken und bekommt darum auch wieder keine XP. Ein Teufelskreis. Demnach spielt er am Ende eigentlich nur noch 4 gegen 5. Aber da das Buffs-Time an sich ja noch nicht schwer genug ist, dürft ihr auch noch ganken. Und wie man das mit Skarner macht, zeige ich euch jetzt. An sich ist das Gank mit Skarner gar nicht schwer. Ihr müsst lediglich euren W-Spell benutzen, um an euren Feind ranzukommen. Mit Normal Hits und Q-Spells könnt ihr ihn dann töten. Wenn ihr eure Ulti habt, macht ihr es genauso. Der einzige Unterschied ist, dass ihr eure Ulti habt und den Feind wieder zurückziehen könnt. Ach ja, die Ulti. Lauft einfach mit W-Spell ins feindliche Team und holt euch raus, was ihr haben wollt. Und dann heißt es neu am Team willkommen. Na, Alex, du und ich. Kommen wir zum Itembild. Als Jungler starte ich mal wieder mit einer Cloth Armor und 5 Health Potions. Dann hole ich mir Mag Retreads oder Ninja Tabi und Wriggles Laterne. Dann hole ich mir Trinity Force, wobei ich mir Sheen zuerst kaufe, und Rilas Kristallzepter. Da ich Wriggles später wieder verkaufe, habe ich erst noch 3 Itemplätze, um mich an die Feinde anzupassen. Wenn das feindliche Team voll auf AD geht, kaufe ich mir gerne Ranium's Ohm, Thornmail und Frozen Heart. Bei AP-lastigen Feinden lieber Quecksilberschärpe, Force of Nature und Banshee's Veil. In der Regel ist es aber irgendwas dazwischen. Und da ich ja bereits weiß, dass ihr stets an meinen Itembuilds zweifelt, gebe ich euch auch hier mal wieder eine Alternative. Damit meine ich natürlich nicht, dass ich das alternative Bild schlecht finde. Ich finde das alternative Bild sogar ziemlich gut. Ihr müsst einfach beides ausprobieren und gucken, was euch besser gefällt. Als Rune benutze ich Health Quints, Armor Penetration Marks, Armor Seals und Magic Resist per Level Glyphen. Und als Masteries benutze ich 0-14-16. Die 16 Punkte in Utility bis zum EXP Boost und die restlichen 14 Punkte auf Defense. Das war's mit meinem Skarner Guide. Ich verabschiede mich, ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.